Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres Rezept mit Zucchini. Das ist bestimmt die leckerste Version von Zucchini und zeige euch die Zutaten dazu. Ich habe drei Zucchinis, ihr könnt natürlich mehr oder weniger nehmen. Ich habe die Zucchinis in lange Scheiben geschnitten, ihr könnt natürlich auch runde Stücke schneiden. Ich habe die Zucchinis nicht geschält, braucht ihr eigentlich auch nicht, aber wer es nicht mag, kann die natürlich auch schälen. Dann würde ich aber empfehlen, einfach teilweise zu schälen. Dann brauchen wir Paniermehl, so ungefähr 300 Gramm und gebe ein bisschen Salz hinein und Gewürze. Ich habe Pfeffer, getrockneten Thymian, ein bisschen Muskatnuss, bisschen Currypulver genommen. Ihr könnt beliebig eure Lieblingsgewürze nehmen, ein bisschen rote Paprika. Dann gebe ich so ungefähr 3 Esslöffel Öl hinein und 2 Zehen Knoblauch. Das Ganze wird miteinander vermischt. Damit die nach dem Frittieren auch schön knusprig werden, habe ich noch 50 Gramm Parmesankäse hineingegeben. Das wird richtig würzig. Das Ganze so lange vermischen, bis das miteinander verbunden ist. Dann brauchen wir Mehl und 3 Eier. Je nachdem, wie viel ihr macht, kann es mehr oder weniger sein. Deswegen müsst ihr einfach gucken, wie viel ihr braucht. Ich gebe ein bisschen Salz hinein und schlage die Eier erstmal. Die Zucchinis werden erstmal in Mehl gewälzt, dann in Ei und dann anschließend in Paniermehl. Dadurch, dass das richtig kräftig gewürzt ist, schmeckt das richtig lecker. Am besten geht das, wenn ihr alles erstmal in Mehl wälzen würdet, dann in Ei und anschließend in der Panade. Und jetzt werden sie in reichlich Öl frittiert. Ihr müsst sie dann richtig goldbraun frittieren, damit sie auch schön knusprig werden. Und alles, was ich frittiert habe, gebe ich dann auf ein Küchentuch, damit das überflüssige Fett abgesaugt werden kann. Ihr könnt dieses Rezept auch mit anderes Gemüse vorbereiten, wie zum Beispiel Auberginen. Ihr könnt Karotten nehmen, süße Kartoffeln. Auch mit anderes Gemüse schmeckt das richtig lecker. So, ihr Lieben, das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Tschüss!